Ein Kampf der Giganten heute bei Benenne das Spiel mit den Spielnamen. Viel Spaß. Steffen und Matthias sind natürlich hallo. Genannt. Hallo und herzlich willkommen. Guten Tag. Hallo, hallo. Ihr zwei. So eine Freude, Matthias. Ja, es ist, ja, doch, doch. Ihr zwei habt jeweils, glaube ich, zwei Siege eingeheimst, oder wie war das? Könnt ihr nochmal sagen, gegen wen? Siege würde ich das jetzt nicht nennen, gegen Kure und Wirt. Ich meine, was ist da schon ein Sieg? Ne? Also, war ja nicht herausgefordert, ne? Richtig, deswegen so. Wird er sich umgucken, wenn ich ihn heute herausfordere, weil ich habe ja schon Simon und Densen 86 geschlagen. Genau, und genau deshalb sitzt ihr hier, weil wir auch teilweise sehr schnelle Nennungen bei euch hatten, dass wir gedacht haben, so, jetzt wird's mal Zeit, dass Steffen und Matthias gegeneinander antreten. Ja, was denkt ihr so? Seid ihr entspannt? Seid ihr nervös? Geht so. Wird schon. Bin gespannt. Ich habe Kuro nochmal gefragt, ob er irgendwelche Tipps hat. Und ja. Dann sagst du so, ach ja, nee, ist kein Problem. Ach, gegen Steffen. Ja, der ist halt kein Mensch. Das war letztes Mal wirklich sehr viel Glück. Da Mara mir meine Lieblingsspiele rausgesucht hat und Spiele, die ich alle gespielt habe. Hätte ich dir da vorher irgendwie was zustecken müssen, Mara, oder? Es ist super random. Also auch jetzt kann wieder alles drankommen, von den 90ern bis heutzutage, was auch immer. Sämtliche irgendwie Konsolen, PC, Handheld, alle möglichen Konsolen, was es gibt. Ihr kennt euch ja aus. Ich gebe euch eine kryptische Beschreibung. Und es handelt sich nicht um die Inhaltsbeschreibung des Spiels. Ihr dürft so lange raten, bis der Timer auf Null ist. Letzte 3 Sekunden sind komplett unverpixelt zu sehen. Jeder 2 Versuche pro Video. Sage ich auch immer gerne vorher nochmal, weil Simon auch beim letzten Mal so ein bisschen verwirrt war. Also, wenn 2-mal geantwortet wurde im Video, muss nicht nacheinander sein. Also könnt ihr auch direkt 2 Namen sagen, wenn das beides falsch ist, dann ist schwierig. Und es muss nicht der exakte Spielename sein, sondern Franchise reicht. Sehr wohl. Das sind natürlich cool. Alles keine News für euch, ihr seid ja schon erfahren. Okay, seid ihr bereit? Yes, besser wird's nicht. Gut, dann fangen wir an mit dem ersten Video. Weil der Schmerz das Höchstlevel erreicht hat, stellen wir das Laufen ein und fliegen stattdessen im Helikopter zum Club. Könnte ziemlich entspannt sein, doch wenn man eh schon Kopfschmerzen hat und alles ein bisschen verschwommen sieht, ist es sicherlich nicht von Vorteil, dass ein paar grölende Jungspunde an Bord sind, die Alkohol konsumieren. Wären sie doch nur ein bisschen leiser und würden sich ein bisschen... Forest? Bitte? Detroit Become Human habe ich. Nein. The Forest? Nein. Wären sie doch nur ein bisschen leiser, würden sich ein bisschen langsamer bewegen. Ach, wie heißt es denn? Mal in Ruhe überlegen. Max Payne. Das ist korrekt. Ah. Ich hatte es die ganze Zeit schon im Kopf, weil du Schmerz gesagt hast, aber ich dachte so, hä? Wo kommt denn da eine Sequenz mit irgendwelchen Jugendlichen vor? Ja, der Schmerz hat das Höchstlevel erreicht, Max Payne. Okay, ja. Ja. Ah, okay, das ist Max Payne 3, ja, okay, gut. War nicht so. Bestes Spiel des Jahres. Des Jahres. Erster Punkt für Steffen. Okay. Machen wir direkt mal weiter mit dem zweiten Spiel. Es sieht so aus, als müsse etwas repariert werden. Irgendwas klemmt in der Burg und das ist auch kein Wunder, denn es wurden von Anfang an zahlreiche Steine in den Weg gelegt, so viele, dass sich selbst außerirdisches Leben für unser Machwerk interessiert und Teile davon ins Weltall teleportiert. SimCity. Nein. Andererseits, wer würde das nicht tun bei dem Umsatz, den wir erwirtschaften? Also, wer kommt alles mit in die Wildwasserbahn? Theme Park World? Nein. Wir hören einmal rein. Rollercoaster Tycoon. Nein. Schade. Dann habe ich ja jetzt Zeit. Scroll down. Aber irgend so eines ist das. Ja. Aber welches? Diese nervige Stimme könnte ich mich erinnern, wenn ich es gespielt hätte. Das Franchise wäre Anfang der 2000er fast pleite gegangen, aber eine Spielzeugserie hat das Unternehmen gerettet. Und Wirt war noch nie da und möchte unbedingt eines Tages hin. Ja, dann ist es Legoland. Das ist korrekt. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es dazu einen Manager gibt. Das wusste ich auch nicht. Das sieht nach einem Spiel aus, was ich auch spielen würde. Aber es sieht halt original so aus wie Railroad Tycoon. Ja. So. Mhm.
Ja, wahrscheinlich einfach auf den Zug aufgesprungen und diese ganzen Tycoon mitgenommen. Oder auf die Achterbahn. Aber was hat das mit Aliens zu tun? Ja, du bekommst da unten die Meldung immer, dass Aliens jetzt die nächste Wildwasserbahn oder so wegteleportieren. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil die Kinder das sonst so langsam spielen oder so. Ey, diese Lego-Spiele, das ist einfach so. Ja, stimmt. Bei Denson und die hatten wir auch so viele Lego-Spiele. Schach war das, glaube ich, Lego-Schach? Ich weiß auch nicht. Hat dir auf jeden Fall einen Punkt gebracht, Matthias. Und es geht weiter mit Video Nummer 3. Wer braucht schon so eine lame Indiana Jones Peitsche, wenn man. Das ist Raum Jim. Nein. Super Metroid. Das ist korrekt. Oh, okay, nicht schlecht. Wenn man sich auch mit physikalischen Tricks an der Decke entlanghangeln kann, durch ein waberndes Unterwasserlabyrinth mit krabbenartigen Geschöpfen kämpfen wir uns akrobatisch geschickt und bis an die Zähne bewaffnet durch die verschiedenen Level. Irgendwo muss doch dieses kleine Geschöpf, das von Captain Space Sparrow entführt wurde, finden. Nein. Super Metroid. Man muss, glaube ich, so einen kleinen Metroid oder was auch immer finden. Ja, irgendwie sowas. Story, nennen wir das mal. Die Space Piraten wollen die Welt. Ah, gut, lassen wir das. Sehr gute Story. Sehr schön. Und weiter geht's. Wenn man ein altes Handwerk erneuern möchte, dann. Warcraft? Das ist korrekt. Boah, nicht schlecht. Dann braucht man dafür bessere Grafik, neue Gameplay-Elemente und spannende Online-Features. Ob das dann auch so gelingt, steht auf einem anderen Blatt. Ja. Was auf jeden Fall nach wie vor klappt, ist das Niedermähen von Bäumen mit unserem Wurstkarren und das Vorpreschen auf einem unbesiegbaren Ross. Der großvorigen Bevölkerung bleibt nur eine Wahl: Alarm schlagen. Genau, das Alarm. Ist etwas. Alarm. Das gilt als das schlimmste Remaster aller Zeiten. Das war auch ganz schlimm, was sie da gemacht haben. Traurig. Einfach so viele Bugs drin, oder was war das Problem? Es gab Cinematic-Zwischensequenzen, die sie weggenommen haben im Remaster. Mhm. Also, das war dann auf einmal Ingame-Grafik, die aber schlechter war. Die Server haben nicht mehr funktioniert, aber sie haben halt auch die alten Server abgeschaltet. Das heißt, man musste jetzt damit. Da war es so viel schiefgelaufen, das ist einfach eine Frechheit. Die haben nicht nur ein schlechtes Spiel rausgebracht, sondern das alte, gute Spiel damit noch schlechter. Oh Gott. Das muss man erstmal schaffen. Ja. Mr. T hat Werbung dafür gemacht. Ja. Gott. Okay, Punkt für Matthias. Und weiter geht's mit Video Nummer 5. Man kennt es, Skiurlaub in den Bergen gebucht, einmal falsch abgebogen und schon fährt man bei Glatteis, Schneetreiben und Feuerbeschuss am Rand des Gipfels hin und her. Zum Glück finden wir recht bald einen Unterschlupf, springen listig aus unserem Vehikel und verschaffen uns Zutritt zusammen mit dem Sohn von Mass Effect. Das ist korrekt. Zusammen mit dem Sohn von Castis, denn die imposante Bergherberge wird erbittert verteidigt und wir können jede Hilfe gebrauchen, egal von welchem Planeten. Das hast du gesagt, Steffen, ne? Ja. Legendary Edition auch gespielt? Angefangen, aber irgendwie der erste Teil ist sehr, sehr schwer, mich durch den ersten Teil zu kriegen. Der ist sehr schlecht gealtert. Auch im Remaster. Bei dir, Matthias? Ich habe auch den ersten irgendwann mal angefangen und dann liegen lassen. Das ist so, ich würde ja gerne mal weiterspielen, aber der erste ist schon wirklich anstrengend. Es ist wirklich heutzutage kaum noch mehr spielbar, leider. Also nicht die großen Mass Effect-Fans, aber Punkt für Steffen. Und weiter geht's mit Video Nummer 6. Die Nachbarschaft muss interessanter werden und was eignet sich da besser als ein schöner Kicker mitten in der Einfahrt? Anschließend muss das Ding natürlich getestet werden. Sims? Also, wie bitte? Sims? Nein. Also alle Mann ans Deck, Treffpunkt Hartley Stadium und von dort die Daily Estates runter. Tony Hawk's Pro Skater. Nein. Skate 2. Ich lass Skate gelten, ja. Skate 3. Ja. Eins von den beiden. Irgendwas mit. Eins von den beiden. Das ist der dritte Teil. Ja, okay. Irgendwas mit Rollschuhen halt. Leider endet das Vorhaben nicht wie geplant, sondern mit einem schmerzhaften Sturz auf den Asphalt. Immerhin ein waschechter Nose-Slide. Smart. Ich war ja immer eher Team Tony Hawk's Pro. Ja, Skater. Immer. Das werde ich auch. Aber das darf ich nicht laut sagen, sonst schmeißt mit Timmy raus. Sind das so die zwei Lager oder also spielt man eher das eine oder das andere? Nee, wahrscheinlich noch nicht mal. Also Tony Hawk hat da glaube ich auch gespielt, aber wenn ich sage, dass ich Skate nie gespielt habe, das ist halt das perfekte Spiel, hat er letztens noch in einem 30 Sekunden über gesagt. Deswegen. Oh, okay. Ja. Ich glaube, die Skateboard-Fans sagen, dass Skate realistischer ist. Und Tony Hawk eher das Need for Speed. So. Oh ja, das kann sein. Punkt für Steffen. Und damit haben wir wieder Gleichstand. Oh, ihr macht's spannend, du.
Video Nummer 7. Für dieses Spiel braucht man eine gute Portion Glück, aber nicht nur, denn es kann auch von Vorteil sein, diplomatische Beziehungen aufzubauen und zu pflegen zu den anderen Mitspielern oder zu einer gewissen GmbH, die essentielle Spielteile herstellt. Seid euch allerdings darüber im Klaren, dass so manche Freundschaft die digitale oder analoge Version dieses Machtkampfes nicht gänzlich unbeschadet überlebt hat. Was könnte das sein? Also, ja. Victoria 3. Nein. Wir hören aber rein. Okay. Risiko? Das ist korrekt. Ah, okay. Ja. Global Domination. Also kann man auch am Handy spielen. Okay. Ja, gut. Wurde, glaube ich, auch mal für ein Beef oder so. Irgendwo habe ich was mal gesehen mit Nils Eder, Simon und Pudi. Nee, im Royal Beef damals gab es mal Risiko, aber das war halt das Klassische mit der Weltkarte. Die Deutschlandkarte hat ja erkannt. Das hat mich super verwirrt. Ich dachte, hä? Naja, ja. Was ist das denn für ein obskures Strategiespiel? Ich glaube, da gibt es auch verschiedene. Also, dass man irgendwie nur Deutschland spielt oder die ganze Welt oder was auch immer. Auf jeden Fall Punkt für Matthias. Und Video Nummer 8. Meine Güte, wo sind wir denn jetzt schon wieder abgeblieben? Es hat uns in eine Höhle verschlagen, wo kleine fliegende Trompetenwesen auf uns losgehen, die sich im Moment des Zusammenstoßes nicht als musikalisch, sondern als ganz schön spitzzüngig herausstellen. Zum Glück können sie unseren Luftikus nichts anhaben, sondern helfen ungewollt dabei, an den nächsten Schlüssel zu gelangen. Was könnte das sein? Spelunky? Nein. Das ist Wario Land? Das ist korrekt. Oh, okay, nicht schlecht, ja. Der erste war sehr gut, habe ich sehr viel gespielt. Game Boy. Wobei, also, das ist ja Wario Land 3. Das ist jetzt, glaube ich, für den Game Boy, was jetzt auch auf der Switch rausgekommen ist. Es gab aber auch ein Super Mario Land 3 Wario Land. Das war, glaube ich, das erste. Ja, okay, das fand ich besser. Ja. Das war sehr gut, ja. Ja, das habe ich auch. Super Mario Land 2 habe ich auch super viel gespielt. Ja, Six Golden Coins war auch super, ja. Oh ja. Punkt für Matthias. Und es geht weiter mit Video Nummer 9. Wenn man einen gemütlichen Sommerspaziergang machen möchte und dabei plötzlich von einem Nackedei überrascht wird, sollte man besser die Beine in die Hand nehmen. Oder doch nicht? Vielleicht wäre es auch die klügere Entscheidung, diesem gierigen Gesindel erstmal eine ordentliche Portion Pfefferspray ins Gesicht zu geben. Resident Evil. Nein. Bevor man sich in der nächstbesten Hütte verschanzt. So oder so, entweder für uns oder für einen der anderen, wird diese Nacht noch tödlich ausgehen. Until Dawn? Nein. Beide noch einen Versuch, wir hören einmal rein. Aber The Quarry? Ja, ich wollte auch gerade sagen, ja. Scheiße, ey. Eins von denen halt, ne? Ja, ja, Until Dawn. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, scheiße. Da haben wir auch so unser kleines Event gemacht hier auf Rocket Beans. Stimmt. Was gespielt wurde. Wie hieß es nochmal? Blutig und dumm oder so? Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Immer die dümmsten Entscheidungen treffen. Also sehr, sehr unterhaltsam. Ein Punkt für Matthias. Und Video Nummer 10. Weder der starke Wellengang noch der von Blitzen übersäte Himmel können uns davon abhalten, das grandiose Theaterstück Asbestos zu besuchen. Es handelt von einem Zylinderverkäufer, zwei Kleinkindern, einem Priester und Amor. Kapet. Ja. Wer von euch hat's gesagt? Dias. Sehr gut. Und Amor, die in einem wirren Beziehungsgeflecht zueinander stehen. Natürlich ist das nicht jedermanns Sache, aber wie sage ich meinem englischsprachigen Kumpel, dass das so gar nicht mein Ding ist. Not my cup of tea. Stimmt. Es ist auch immer irgendwie entspannt, diese Musik zu hören, aber wahrscheinlich nicht entspannt zu spielen. Ne? Nope, gar keinen Fall. Nee, entspannt ist es wirklich nicht. Punkt für Matthias. Dankeschön. Und wieder Nummer 11. In einem verschlafenen Nest am Ende der Welt segelt ein Vogel über Flüsse, Seen und Wälder, begleitet von Entspannungsmusik und dem gelegentlichen Krähen eines Hahns. Obwohl sich mehr die tierischen, weniger die menschlichen Bewohner blicken lassen, könnte man bei genauem Hinhören das Kinderlied wahrnehmen, das da lautet: Mein Land, das hat sechs Ecken, sechs Ecken hat mein Land, und hätte es nicht sechs Ecken, dann passt es nur am Dorfromantik. Das ist korrekt. Ah, ich hab noch, ja. Ja, es war dumm, ich habe viel zu lange gezögert. Ich dachte erst, es wäre so Worms-mäßig. Ich dachte so, hä? Okay. Ah, ich dachte, ich war irgendwie dann kurzzeitig bei Carcassonne, aber Carcassonne sah anders aus, aber ist das Dorf? Ist dumm.
Pegasus-Spiel hat auch ein Brettspiel daraus rausgebracht. Vielleicht wäre das auch mal was für du bist. Aber wahrscheinlich bastelt man nur so entspannt vor sich hin, ne? Das ist, glaube ich, auch ein Solospiel, wenn ich das falsch. Ja. Punkt für Steffen. Und Video Nummer 2. In dieser Welt gilt die schweißtreibende Arbeit im Steinbruch als spannende sportliche Betätigung und das Schleppen von splittrigen Holzstämmen als lustiger Zeitvertreib. Die Siedler. Ja. wie will man auch sonst ein glückliches Leben führen, wenn es hauptsächlich daraus besteht, Waren von Punkt A nach Punkt B zu transportieren? Die gute alte harte Arbeit bei einer frischen Brise. Was könnte Schöneres geben, als neben einem Eselkarren die holprigen Steinwege entlang zu stolpern? Es gibt sehr viel, viel Schöneres als diese Eselskarren und diese Wege. Ja, Matthias war bei mir im Chat, als ich gespielt habe im Stream. Und wir waren irgendwie beide nicht so ganz... Das ist ganz schlimm. Warum denn bloß? Ist so traurig. Ist das so traurig. Das ist so wirklich so eine Mischung, wo du so denkst, irgendwie, also keine Seite davon wird so richtig gemacht. Ne? Ja. Der Aufbau und RTS, das ist so keins von beiden und von beiden auch irgendwie das Schlechteste. Ja, es ist... Ja. Nee, es macht auch einfach keinen Spaß. Ich hab's dann auch beim Tutorial belassen. Ach, so. Ja. Aber das hast du auch gespielt wie keine zweite. Punkt für Steffen. Und weiter geht's mit Video Nummer 13. Hard work. Obwohl wir eigentlich eine Heldengruppe sind, entscheiden wir uns, das Labyrinth nur mit einer Figur zu bestreiten und uns zur nächsten Schatzkiste vorzukämpfen, die eine arktische Klinge enthält. Golden Sun. Das ist korrekt. Oh. Wow. Arktische Klinge enthält, allzu arktisch sieht es hier hingegen nicht aus. Moment. Eher nach einer Grotte mit Fackelschein, Sand und türkisblauem Wasser. Gut möglich, dass hier ein Gespenst auftaucht. Ich hoffe, unsere Figur fängt bei dessen Anblick nicht an zu weinen, denn das wäre schon sehr ironisch. Was ist denn aus Ich spiele nur PC-Spiele geworden? Ja, das auch, ja, wollte auch gerade sagen. Das ist meine Gameboy-Seite. Okay. PC, okay. Und also Gameboy. PC und Gameboy. Das ist nicht unser guter Cry. Das war aber Game Boy Advance. Das bessere Final Fantasy, das finde ich persönlich. Um mal ein bisschen Hate in die Chat zu produzieren. Also, kommt natürlich auf die Final Fantasy Seite. Ja, das stimmt. Punkt für Steffen. Und Video Nummer 14, bitte. Im ersten Moment glaubt man sich in einem postapokalyptischen Setting, denn die Wohnung, in der wir uns befinden, ist in einem unzumutbaren Zustand. Stellt sich raus, dass es sich um die Wohnung des vor Selbstbewusstsein strotzenden Protagonisten handelt, der den stirnrunzelnden Zuschauern zeigen will, wie er Pancakes macht. Deadpool? Ja. Und aufs Klo geht. Das kommt also dabei raus, wenn man seine eigene Geschichte schreiben darf. Ich glaube, das ist auch so die Handlung des Spiels, dass er so ein bisschen quasi das Studio bedroht und sagt, so, ihr macht jetzt ein Spiel mit mir und entscheidet dann, was da alles zum Vorkommen, ne? Immer wieder, ja. Ich glaube, ich habe das noch nie gesehen. Nee? Das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Es ist jetzt halt auch schon echt 10 Jahre alt. Das ist ein bisschen traurig, aber es war sehr, sehr lustig. Es war echt ein gutes Spiel. Und erstaunlich auch schwierig und deep. Also du kannst richtig lange dann reingrinden für die Trophäen und so. Das war schon gute so. Kann man mittlerweile nur noch physisch irgendwo sich erwerben. Digital gibt es gar nicht mehr. Ach, ist das so? Hat Wirt hier als Tipp aufgeschrieben. Sind bestimmt die Rechte ausgelaufen oder so. Könnte sein. Ja. Punkt für Matthias. Und Video Nummer 15. Wenn man in einen Krimskramsladen geht, hört man beim Öffnen der Tür gern mal eine Art Windspielgeräusch. Genau das fliegt uns hier auch um die Ohren, wenn wir Verhandlungen mit Leuten führen, die uns für technologisch rückschrittlich halten. Wie können sie es wagen? Nur weil wir das Alphabet nicht auswendig kennen und keine Ahnung haben, wie man das Rad benutzt. Es kommt schon noch, wenn wir mal eine Runde drüber nachdenken. Ah. Das ist korrekt. Der dritte Teil. Das hat doch Klein Steffen auch gespielt, oder? Nee, ZF3 war scheiße. Was, echt? Aber die anderen Teile dann doch wieder? Ich glaube, ich habe alle gespielt, bis auf 3. 3 habe ich nicht wirklich viel gespielt, ja. Naja, dann hast du habe ich noch ZF1 gespielt. Oder Alpha Centauri habe ich da schon gespielt, glaube ich. Dann hast du wenigstens nachträglich noch einen Punkt eingebracht. Hey. Punkt Nummer 7. Und Video Nummer 16, bitte. Um den Dorfältesten zu retten, gehen wir über Leichen. Unsere Gegner sind dabei zwar wahrscheinlich nicht blaublütig, jedoch blauhäutig und tragen sommerlich frische Outfits.
Hin und wieder gelingt es uns, ordentlich Verwirrung zu stiften und die Feinde in die Flucht zu schlagen. Schließlich ist man nicht alle Tage dabei, wenn jemand mit einem einzigen Roundhouse-Kick gleich 10 an der Zahl ausnimmt. One Piece. Mhm. Und ihnen gleichzeitig noch eine Backpfeife mitgibt. Mm. Pirate Warriors. Woran hast du das jetzt erkannt? Es hilft einfach nur, dass ich einfach nur ein Genre sagen muss und nicht das genaue Spiel. Weil den Namen von dem genauen Spiel ich natürlich nicht erkannt. Ich habe nur dann Ruffy erkannt, wie er halt sein. Ach, du hast Ruffy erkannt. Ja, du warst halt One Piece. So. Und dann Maria ihre Ansprüche ja nach ganz unten geschrieben. Ne? Damit hat Steffen 8 Punkte und ihr seid wieder gleich auf. Oh, wow. Wie viele Videos gibt's? 20. Oh Gott. Und wir sind jetzt bei 17. Also das nächste ist 17. Trotz klobiger Grafik und kaum erkennbaren Figuren erkennt man aufgrund des ikonischen Soundtracks, dass es hier um einen Charakter handelt, der ursprünglich in 12 Romanen und 9 Kurzgeschichten sein Unwesen trieb, ehe er der breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Wer hätte gedacht, dass der Sohn einer Schweizer Bergsteigerin einmal eine so große Nummer werden würde? Was zum Geier? Wir hören jetzt gleich mal in den Soundtrack rein. Und zwar jetzt. Der Autor der Reihe ist ein entfernter Verwandter von James Christopher Bond. Lee. Das ist korrekt. Wow. Also jetzt wirklich auch nur an der Gameboy-Phase, ne? Ich hab's mir nur am Soundtrack gekannt. Aber auch nur jetzt am Ende, weil es zwischendurch, keine Ahnung. Ja, ich hab's auch. Also dazu war auch ein Lego-Spiel geplant, aber wurde leider eingestellt. Ansonsten hätte ich das natürlich genau. Natürlich. Punkt für Steffen. Hättest du nicht GoldenEye 64 nehmen können, das hätte ich auch erkannt. Video Nummer 18. Wir verbringen viel Zeit in bunten Wartebildschirmen, die uns nicht nur die für die letzte Mission benötigte Zeit anzeigen, sondern auch mit welcher Sorgfalt sie ausgeführt wurde und wie viele Opfer dabei zu Tode gekommen sind. Doch selbst wenn es nicht durch unsere Hand passiert, kann man sich sicher sein, früher oder später wird jeder ins Gras beißen, egal ob man britischer Anzugträger ist oder sich kleidet wie ein ABBA-Fan. Ohren einmal rein. Warum ist denn das so gelb? Unity cannot afford failures, however justifiable. Zeigst du uns einfach nur ein Menü, Mara? Die Entwickler haben auch ein Tron-Spiel entwickelt. I'm impressed. No one lives forever. Ja, das ist korrekt. Ja, okay. Es sah aus wie einfach ein 50 Sekunden Menü. Nee, das war auch, glaube ich, einfach nur sehr langes Menü. Ja, ja, genau das. Genau das. So, was? Es war dann nur diese bunten Farben, ja. Dieser 80s-Style. Ne? Ja. Punkt für Matthias. Oh, wow. Okay. Video Nummer 19. In einer spärlich bestückten Einkaufsmall aus Beton und Metall plaudern wir ein bisschen mit Bondo, Jenkins und Yu, um eine bestimmte Person ausfindig zu machen. Viele Hinweise bekommen wir allerdings nicht. Stattdessen versucht uns Yu mal wieder Zigaretten und Munition anzudrehen. Als ob unsere Stimme nicht schon rauchig genug klingen würde. Zum Glück sieht er das Augenrollen nicht, weil wir konstant... Fallout? Nein, Sonnenbrille tragen. Wie heißt es denn? Wir hören einmal rein. The Outer Worlds? Nein. Anyway, you can take this. Leave me alone, man. I'm on duty. Für diesen Charakter ist die Familie sehr wichtig. Und das Spiel ist ein Prequel von einem Film. Fast and Furious. What Nein. can I do for you, sir? Gut. Keine Ahnung. Ah, Where's fuck. Ja, okay, ich weiß es, glaube ich. Ja. Callisto Protocol? Nee. Das ist Riddick, oder? Das ist korrekt. Oh. Chronicles of Riddick. Escape from Butcher Bay. Aber ja, Vin Diesel-Familie ja. War schon... Deswegen so, ja, Film, okay, dann wird ich war aber auch Fast and Furious, aber sage ich das jetzt schon? Ich warte immer noch. Gab es irgendeinen Film zu Fast Spiel zu Fast and Furious? Ja, wahrscheinlich schon. Dann wird es jetzt sehr spannend, denn es ist Gleichstand. 19:9 steht es im Moment. Und wir kommen zum letzten Video. Es wird feurig im Hühnerstall, denn der mit dem Fuchshut hat nicht nur die Gans gestohlen, sondern auch den Soda Popper, den Boston Basher, den Homewrecker und den Team Fortress 2. Turner. Das ist korrekt.
Herzlichen Glückwunsch. Wusste es. Das ist Punkt Nummer 10. Gut gespielt. Gut gespielt. Steffen. Hey. Meine Güte. Herzlichen Glückwunsch, Steffen. Ey, das war ja knapp. Das war so der Kampf, wie ich mir erwartet habe. Ach Mann, ich habe gesehen, dass es ein Ego-Shooter ist und wusste direkt, fuck, das weiß Steffen vor mir. Das muss irgendwas Witziges sein, weil du irgendwelche witzigen Hüte und sowas angesprochen hast. Dann bleibt eigentlich nur Team Fortress 3. Ja. Genau, hat am Anfang in der Entwicklung noch einen realistischen Stil und dann sind sie irgendwann so in Richtung Comic-Stil, wie so Incredibles oder sowas abgedriftet und haben das dann genommen. Steffen hat sich mal wieder, aber ganz knapp behauptet. Ist sehr, sehr gut gespielt, Matthias. Ja, sehr gut. Ich bin zufrieden. Es war knapp genug. Ja, und James Bond hat es dann endlich rausgerissen. Immerhin, Mara, du hast diesmal Spiele dabei gehabt, die jetzt nicht komplett weird waren. Bis auf James Bond. Und Legoland. Ja, und Legoland, ja. Was ich jetzt aber gerne mal wieder spielen würde. Das war natürlich der entscheidende Tipp bei Legoland, dass Wirt da gerne hin will. Ich finde manchmal die Tipps, die dann Wirt dazu schreibt, so geil. Weil du merkst du sofort, okay, da hat er nicht noch einen gefunden, deswegen schreibt er jetzt hin, Wirt will gerne ins Legoland. Das war ja auch schon alles gesagt zu dem Spiel. Also. Wer da noch nicht drauf gekommen ist, dann... Das mit den Space-Dingern, das hätte einfach schon die klar sein müssen. Ja. Sehr gut, also bisher Steffen ungeschlagen. Wir gucken mal, wen wir da jetzt noch als nächstes hinsetzen. Vielleicht machen wir auch eine Revanche von euch beiden, weil es war ja sehr, sehr knapp. Sehr gerne, ja. Ich bin dabei, auf jeden Fall. Können wir ja machen. Und dann danke ich euch, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank, Mara. Und an alle, die zugeguckt haben, danke auch an euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.